Ja, nach einer kleinen Sommerpause darf ich Sie wieder recht herzlich begrüßen zu den Trades der Woche und zu einigen interessanten Werten, die wir auch heute zwei, drei Stück Ihnen mitgebracht haben und einiges Neues, was wir uns in der Zwischenzeit überlegt haben, was, glaube ich, auch ganz spannend werden kann für diejenigen, die jetzt dann auch speziell im Aktien- und Optionsbereich tätig sind. Fangen wir erstmal an mit dem Gesamtmarkt. Was ist passiert? Wir hatten ja eine längere Phase jetzt im Juli, wo wir ständig wieder neue Allzeithöchststände gesehen haben. Das kann man hier Chart links ganz gut erkennen. Im S&P 500 ging das hier fast zwei, drei Wochen am Stück. Jetzt gab es letzte Woche und Anfang diese Woche die Korrektur, wo viele auch schon dachten, es gibt vielleicht eine längere Korrektur, die aber in den letzten zwei Tagen relativ schnell wieder in die andere Richtung ging, also wieder korrigiert wurde. Und jetzt wird es, glaube ich, interessant. Wird diese Kraft reichen, hier den Durchbruch nochmal zu neuen Höchstständen bringen oder kommt dann doch eine längere oder mal eine größere Korrektur? Weil wenn man sich so die einzelnen Titel anschaut, ich habe, glaube ich, auch einen Artikel gelesen, momentan sind deutlich mehr als die Hälfte aller Werte des S&P im 500 eigentlich im Abwärtstrend, also unterhalb ihrer Durchschnittslinie. Das heißt, es sind jetzt wenige große Schwergewichte, die das Ganze eigentlich noch wirklich nach oben halten. Ich glaube, wenn Sie auch mal so ein Stück weit Ihr Portfolio anschauen und vielleicht Einzeltitel, waren jetzt wenige in letzter Zeit noch an Allzeithöchstständen. Von daher umso erstaunlicher, dass sich der Index trotz alledem hier immer wieder zu neuen Höchstständen nach oben bewegen konnte. Aber wir wollen natürlich neben dem Gesamtmarkt auch mal auf Einzelpositionen schauen, auf interessante Titel, die wir diese Woche festgestellt haben oder die auch durch ein erhöhtes Optionsvolumen wieder zur Sprache gekommen sind. Ich glaube, der wohl interessanteste Titel von allen Werten jetzt aus den letzten zwei, drei Tagen von der Bewegung zumindest ist der Wert aus dem Pharma-Bereich. Gestern noch ein neues Allzeittief gehabt mit dem Symbol CEMI. Dann heute in der Spitze fast 300% gestiegen oder sogar noch mehr. Sie sehen aber, wurde einiges abverkauft. Sowas ist natürlich sehr, sehr schwer zu handeln. Das waren mit Sicherheit Übertreibungen und ich glaube, mit Optionstrades, wenn es eine Möglichkeit gibt, kann man natürlich die hohe implizite Volatilität nutzen. Aber sonst tendenziell, wenn man sich hier den längeren Verlauf anschaut, ist das eher wieder etwas, was in den nächsten Tagen abverkauft wird, weil es einfach zu schnell und zu weit ging. Ich glaube, auch hier hat man es schon mal ähnlich im April gesehen. Das ist bei Pharmawerten oder jetzt gerade hier ging es um Antigentests, die wohl in sehr große Menge bestellt wurden. Sicherlich immer wieder mal möglich, aber das wird dann auch häufig sehr, sehr, also es ist nicht nachhaltig, dass es von längerer Zeit bleibt, um es kurz zu machen. Aber charttechnisch würde ich jetzt hier den Softwarewert SOFI, also Sophie Technologies Incorporation, als wirklich interessanten Wert für eine mögliche Trendwende. Ist auch noch relativ zeitig am Anfang, wie Sie hier sehen. Und war auch einer der wenigen Werte, die jetzt überhaupt mit einem längeren Volumen oder mit einer längeren Laufzeit auffällig waren. Da gab es heute einige Trades, gerade hier sind 1750, vielleicht als nächste Marke, kann, glaube ich, auch ganz interessanter, längerfristiger Trend werden. Sie sehen unten Optionsvolumen, hat das Ganze mit Sicherheit auch nochmal deutlich nach oben gepusht, also SOFI. Möglicher Wert für eine längere Aufwärtsbewegung sollte man in den nächsten Tagen auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ja, ansonsten gab es heute oder ja, speziell heute wieder im Automobilsektor, gestern auch schon wie bei Ford, was wir jetzt hier auf der rechten Seite sehen, und General Motors einige Käufe, auch der chinesische Elektroautomobilhersteller NIO Incorporation hat heute gute Zugewinne von 6% hier verzeichnet. Aber was wir in den letzten Tagen feststellen und was sich, glaube ich, im Sommer noch ja, stärker vielleicht auftreten wird, ist, dass es kaum
große, längere Wetten gibt auf Optionen mit Laufzeit vielleicht bis in den September, Oktober oder auch November rein. Es ist momentan sehr, sehr viel kurzfristig, was auch von der Unsicherheit sicherlich zeigt, weil die Märkte sind ganz oben und im Sommer ist es generell etwas ruhig und glaube, da ist man jetzt auch nicht schlecht beraten, wenn man vielleicht mal den einen oder anderen Trade weglässt oder etwas ruhiger macht. Die Zeit dann, glaube ich, so Ende August, Anfang September, wenn dann auch die Quartalszahlen alle durch sind. Das wird ganz interessant. Ich glaube, es wird auch sicherlich ein spannender Herbst. Im Sommer wird es höchstwahrscheinlich, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, hier recht ruhig bleiben. Ein Wert habe ich gerade noch im Hintergrund eröffnet. Virgin Galactic, den wir auch häufiger bei den Trades der Woche mit hatten, hat, glaube ich, jetzt so ein bisschen seinen Boden gefunden in den letzten 3, 4, 5 Tagen. Bei $30 kann sicherlich auf diesem Niveau auch wieder ein interessantes Investment werden, hat nach wie vor recht gutes Optionsvolumen, wobei es in den Phasen, wo es natürlich hier fast auf die $60-Marke zuging, deutlich höher war, was in dem Bereich hier gekauft wurde. Und ganz zum Schluss noch ein Wert aus dem heutigen Handel. Das war so von den kurzlaufenden Trades und auch charttechnisch ganz interessant. Haben wir hier Square Incorporation, den Ausbruch heute über die 250 und auch $255-Marke. Hier gab es, wie Sie, glaube ich, auch unten ganz gut erkennen können, sehr viele Wetten auf einen kurzfristigen Anstieg. Und bin gespannt, wo der am Ende der Woche ausläuft. Die nächsten Höchststände warten ja hier oben quasi schon bei ja, dem Doppelhoch hier kurz unter der $280-Marke. Also das kann, glaube ich, auch für die nächsten 1, 2 Wochen noch interessant werden. Klar, bei den Werten kommen jetzt auch überall Quartalszahlen. Da kann auch mal der ein oder andere Gap dann mit dazukommen. Von daher sind wir gespannt, was folgt in den nächsten Wochen. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen, würde mich über einen Kommentar freuen und wenn Sie unserem Kanal folgen. Ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.